Herr, was du sagst, das tue ich. Und du sagst, bleibe im Lande und nähere dich redlich. Nur als Beispiel. Unser Opfer muss ja unter dem Opfer Jesu liegen. Wenn Gott unser Opfer sieht, Jesu Opfer sieht, dann sagt er, Sohn, du hast recht getan. Gott hat Gefallen an Jesus gehabt. Jesus war Gott angenehm. Er wurde vom Vater akzeptiert. Darum, wer Jesus akzeptiert, der wird auch von Gott akzeptiert. Und solange du Jesus akzeptierst, bist du Gott angenehm. Herr, was würdest du tun? Was wäre dein Wille für mein persönliches Leben? Hier drin, in meinem Herzen. Du bist zum Thron bestimmt, zum Thron Gottes, und da kommst du nur über Jesus. Ein alter Farmer in Amerika wollte unbedingt zum amerikanischen Präsidenten sich beschweren über das und jenes und so weiter, und steht dann an einem Eingangstor, Tür zum Palast, also zum Weißen Haus. Dann stehen Soldaten stramm mit Gewehre, da kommen sie nicht rein ohne Termin, dass sie den Termin mit dem Präsidenten haben, kommen sie nicht rein. Und der Bauer ist so weit gereist, wollte unbedingt Termin haben mit dem Präsidenten des Weißen Hauses. Und da spielt ein Junge draußen im Park. Und dieser Junge sieht diesen Bauern so niedergeschlagen, so, dem geht die Puste aus, der kann das nicht mehr. Und dann sagt er, mein Herr, oder was fehlt Ihnen? Sagte, ich möchte zum Präsidenten, aber die lassen mich nicht rein. Dann sagt er, komm, folge mir nach. Und dann geht der Junge die Balkontür, über die Balkontür ins Präsidentenzimmer im Büro und sagte, das ist der Präsident hier. Das ist mein Vater. Können Sie mit ihm sprechen, wenn Sie jetzt wollen. Und der Junge hat den Bauer zum Präsidenten gebracht, da wo er hin wollte. Und auch uns. Jesus bringt uns zum Herrgott, zum Vater im Himmel. Wir müssen nur ihm folgen. Nicht warten, bis wir übers Hauptportal kommen. Die lassen uns sowieso nicht rein. Die lassen uns nicht rein. Aber der Sohn, Halleluja, Jesus Christus lässt uns rein. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns die Tür zum Vater geöffnet hast. Du sagst, ich bin die Tür, und ja, und wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und Heiland, ich danke dir, dass du uns zu dem göttlichen Präsidenten bringst, über die Hintertür, wie auch immer. Herr, wir werden bei dir sein, alle Zeit und ewiglich. Ich danke dir, dass du mich zum Vater gebracht hast und dass du willst, dass wir alle eines Tages miteinander auf der rechten Seite zu dir sitzen, Herr Jesus, neben dir sitzen, mit dir essen, mit dir plaudern, mit dir plauschen, Herr Jesus. Es wird eine gute Zeit sein. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen für diesen gesegneten Tag, den du mir geschenkt hast, den du mir gezeigt hast. Wir sind für den Thron bestimmt. Und das will ich auch bleiben in meiner Bestimmung. Danke, Jesus. Amen.